hat die meisten Ausläufer. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Mist. Ich, Mist. Was am Arsch? Ich hab's gelöst. Ja, was am... Okay, ich mach das nochmal. Was am Arsch? Wenn du die Ventile C und G öffnest, fließt aus allen Rohren Wasser. Jetzt passt wieder alles. Ernest, oh, Mist, ja. Ich hab's geschafft, bla 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 bla. Mist, ich hab's gelöst. So. Gut gemacht, Ernest, ich bin beeindruckt. Also einfach war es nicht, aber dich das sagen zu hören, war jede Mühe wert, Miss. Ich glaube, das ist auch dann immer der gleiche Text wie... Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Rätsel. Wir haben jetzt alle in diesem Fall... Fall, ja, meine ich ja. Genau. Da sind wir jetzt sozusagen durch. Oh, mein Speicherstand sieht noch so aus, als hätte ich nur ein Rätsel. Das ist, weil die Header-Datei noch nicht aktualisiert war. Ach, ich liebe diese Musik aus, ich glaube, Ja, Streets also of London diese, oder sowas heißt ja, die. Ja, also nicht diese jetzt, sondern Streets. Dann... Die da vorne, ja, vor dem Scotland... Ach so. Nee, vorne war es von Scotland Yard, ich glaube schon. Ja, stimmt. So, wenn jetzt hier Cinema Paradiso, ja, heißt das, heißt der Fall übrigens, jetzt okay. Wissen wir das alles. Ja. Wow. Ein Rätsel, okay, und das ist beim Durian Popcorn. Stimmt, dass wir das ja nicht lösen konnten. Aber was wir dann doch lösen konnten, welches war denn das beim Durian? Konnten wir nicht lösen. Konnten wir das gar nicht? Oh nee, ich glaube, das war das Coffee. Das konnten wir lösen, ja, genau. Ja, das konnten wir dann lösen. So, ich lasse es jetzt. Dann ist da bestimmt jetzt was ganz anderes, oder wie? Also hier. Ja. Rätsel, komm zu mir. Also ich habe die Antwort ist Coffee. Ich habe schon den Bildschirm vom Rätsel, aber ich mache ja nicht weiter. Es ist was ganz anderes, okay. Ja. Oh, schau nur, mir ist ein verstecktes Rätsel da. Gut gefunden, Ernest. Magst du es auch gleich lösen? Schon wieder. Ich? Oh, also gut. Ich kann mich ja als würdiger Assistent der großen Detektivin Catriel Layton wohl kaum von einem Rätsel ins Boxhorn jagen lassen. Vor allen Dingen jetzt sind die Texte nicht mehr über die Sprechblasen. Ja, also und haben auch keine Ad-Zeichen mehr. Mhm. Okay. So, Kükenkäfig 2. Oh wei, ja. Oh nee, ja. Ich hasse diese Rätsel. Ja. Hab ich das nicht letztes Mal schneller gehabt? Das war mit Hamstern, das zählt nicht. Ah, das war mit Hamstern. Verwende die drei Umzäunungen, um den Küken ein Bett zu bauen. Ich verschiebe die Umzäunungen so, dass jedes Küken sicher verwahrt ist. Also wir müssen nicht zwangsläufig... Ach komm schon! Ist gemein. So. Das vielleicht... Ach komm schon, das geht doch. Oh, ist das knapp? Ja, bei mir auch. Ich denke so, das klappt doch irgendwie. Mist. Okay. Hä, warum ist das rot? So. Okay, das kommt schon. Ja! Nein! Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Ja, du hast es auch gleich. Ja, das macht halt so viel Fummelarbeit. Das ist halt immer so. Oh. Ich hatte am Anfang schon die richtige Lösung und dann habe ich gedacht, ah, nee, geht nicht, weil es nie auf das eine richtige kommt. Ah. Wie kuschelig. Die Küken haben jetzt ihr eigenes kleines Nest. Schlafen werden sie aber wohl nicht so bald. Sie sind noch immer ziemlich munter. Ja. Als ob die da nicht rüber hüpfen könnten. Hm? Wechseln? Oh ja. Natürlich. Oh, erste Sahne. Ich habe es geschafft. Das war wirklich beeindruckend, Ernest. Man könnte fast meinen, dass du mir meine Stelle als Chefdetektivin streichlich machen möchtest. Ja, ich will deinen Platz übernehmen. Weißt du, er macht sich nur an sie ran, um an Professor Layton ranzukommen. Stimmt. Oder Luke. Oh nein, Miss, niemals. Ich bin als dein Assistent schon ziemlich zufrieden. Mehr als ziemlich zufrieden. Hochzufrieden. Höchst zufrieden. Super über mega höchst zufrieden. Schleimer. Ja. So, nächster Fall. Ja. Irgendwo haben wir nämlich noch ein Rätselchen offen. Klingelingeling. So, jetzt sind noch bei Dingens. Da ist ein Rätsel.
Bei wem? Bei der Frau von Doppelfund. Ach ja. Konferenz der Tiere. Konferenz der Tiere, ja. Ich könnte ja theoretisch auch mal die ganzen deutschen Cutscenes abspielen lassen, damit wir sie alle nochmal der Vollständigkeit haben. Okay, aber das... Ah, wahrscheinlich das Clown-Rätsel. Scholz Freund, bla bla bla. Das was Rätsel? Das Clown-Rätsel. Ja, das Clown-Rätsel ist es tatsächlich, ja. Ja, ja. Es ist das Clown-Rätsel. Es ist das Clown-Rätsel. Und bitte lass es kein Rätsel sein. Übrigens, ich habe das nochmal, ich weiß nicht, Gott, ist das jetzt, Dings... heißt das jetzt wirklich wahrscheinlich Blindsinn? Dann lassen wir aber den Punkt nicht zählen. Nee, das Rätsel wird wahrscheinlich gar nicht drin sein. Okay, warum? Weil es würde doch an sich im Deutschen funktionieren. Ja, aber dann wäre das Rätsel mit dem Rätselindex. Okay. Oh, schaut mal, dieses Porträt. Was ist damit, Cat? Da ist ein Rätsel ins Bild gemalt, siehst du? Versuch doch mal es zu lösen, Charles. Bitte nicht. So, und es ist... Ein Finger zeigt zwei. Also die haben jetzt irgendwie nur... Okay. Oh ja! Das. Oh, nicht schon wieder! Oh, nein! Oh, ja. Wir haben hier 9 Leute. Einige gehören zu den Guten und die anderen zu den Bösen. Wenn ein Guter einen Bösen neben sich hat, zeigt er auf ihn. Ansonsten verschränkt er die Arme. Die Bösen zeigen immer auf jemanden, ganz egal, ob diese Person gut oder böse ist. Berühre eine Person, um sie als böse zu markieren. Berühre sie erneut, um die Markierung zu deaktivieren. Markiere die beiden Bösen. Okay. Mhm. Manno! Och, Manno! Das war sehr einfach. Ja, das ist auch wirklich sehr einfach. Ey, guck dir das mal an, das ist so easy, aber ich trau mich nicht, das so schnell zu machen. Na, ich hab gedacht, wenn die untersten 3 auf eine Person zeigen, wird das richtig sein. Und ja. Dann habe ich gedacht, okay, die daneben gucken auch auf eine Person, wird das auch richtig sein. Ja, ja. Hat sie es bestätigt. Genau. Ja, ich war schneller. Das Gute siegt. Einer der Bösen war direkt in der Mitte, der andere war etwas über ihm. Scheinbar wollen sie den Guten oben rechts als Sündenbock hinstellen. Ja, hat aber nicht funktioniert. Tja. Ich war schneller. Mhm. Können wieder wechseln. Ja. So, und dann können wir jetzt in dem aktuellen Fall weiter mit dem. Oh ja, endlich. Also, ich hätte definitiv nicht damit gerechnet, ein Rätsel in einem Gemälde zu finden. Schon wieder! Oder dass man mich zwingt, es zu lösen. Überall in der Welt verstecken sich Rätsel. So bleiben wir immer wachsam, oder nicht? Ich bin gespannt, wie der Rätsel-Counter am Ende aussieht, weil wir ja dann mehr Rätsel haben als das Spiel. Oh, ich werde dann außerdem nochmal mit den Spielständen die japanische Version füttern, um zu gucken, ob da noch Rätsel sind. Okay, wohin? Okay. In die Detektei. Okay, jetzt müssten wir uns einen Fall aussuchen. Ich denke mal, wir gehen nach der Nummerreihenfolge, oder? Wir gehen... Nö, ich finde, also wir sollten auf jeden Fall... Ich bin immer so der Meinung, das, was mir am wenigsten gefällt, will ich zuerst machen. Also ich finde das Mädchen sehr süß, also das wird bestimmt lustig. Weil ehrlich gesagt, der Typ aus Fall 6, der, wenn er jetzt eine andere Frisur hätte, könnte der Typ aus Ewige Diva sein, der eine. Nee. Doch, da ist doch so einer gewesen, ja, hier so mit so einer voll fluffigen Frisur. Nein. Also, Redman Returns ist ein geiler Titel. Oh. Also bis jetzt ist für mich irgendwie Redman die Mucki Maus. Die Mucki Maus. Oh, erst eine Anspielung auf Batman, dann auf Mickey Maus. Aber ich glaube, der würde mir am meisten auf den Sack gehen. Wollen wir es hinter uns bringen? Okay, aber dann in der Reihe nach. Bei allen anderen finde ich es eigentlich interessant. Wirklich. Ja, ja. Okay, war die eiserne Stütze der Verkaufszahlen der London Times. Jetzt ist er verschwunden. Oh. Igitt. Also, schnell hinter uns damit. Ja, ich finde den, der sieht schon so unsympathisch aus irgendwie. Ja. Redman, London Times! Ich muss schon sagen, es ist ziemlich aufregend, hier im Büro der London Times zu sein. Oder außerhalb des Büros. Ich lese die schon gern, wisst ihr? Das ist sogar meine Londoner Lieblingszeitung. Viel, viel besser als die Sun.
Redman! Ja. Oh, da fällt mir ein Meme dazu ein. Ganz viele Omas, wegen dem Kosenamen für Oma Nana im Englischen. Und dann Nana, 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 Nana. Und dann ein Bild von Batman. Oh, okay, warte. Lieblings, bla bla bla. Ach, was Nadelstreifen? Die Zeitungen sind doch alle gleich. Außer die Bild. Die ist die allerschlimmste. Oh nein, so pauschal kann man das nicht sagen, Shirt. Natürlich finden sich die wichtigsten Meldungen in allen Zeitungen. Darin ähneln sie sich schon, das gebe ich zu. Aber in der London Times finden sich zudem faszinierende Zusatzartikel und ungewöhnliche Lokalnachrichten, sowie Klatsch und Tratsch über Prominente. Genau das ist der Grund, warum ich sie eher nicht kaufen würde. Das Letztere. Was sind denn Prominente in dem Fall? Na, kommt darauf an, wenn es C-Promis sind, ne. Aber... Teilweise gibt es da ja Sachen über Leute, die man eher so als Z-Promis bezeichnen müsste. Ja, aber so sonst ein paar Sachen finde ich schon interessant. So, also ich gebe zu, dass ich sogar ein bisschen an der britischen Königsfamilie so ein bisschen interessiert bin. Was? Ja. Okay. Also, kann ich mitleben. Ja, ich habe, glaube ich, 5-mal die Hochzeit von William und Kate gesehen. So oft haben die? Nee, weil die so schön waren. Ach so. Also ich fand sie sehr schön. Nee, also die Sun ist, glaube ich, die englische Bild, oder? Ich weiß es nicht. Also die London Times ist... Die London Times ist eigentlich ziemlich seriös da, aber es gibt doch auch meine Halbschwester. Es gibt doch diese Tabloid-Zeitungen, das sind ja sowas wie unsere normalen Zeitungen. Und dann gibt's diese, wie hießen die anderen? Also das hatte ich im Englischunterricht. Ja, aber tatsächlich... Big Bread Broadsheets oder ja, sowas? Ja, aber tatsächlich arbeitet ja meine eine Schwester für die London Times. Oh. Und macht die gute Artikel oder so Bildniveau? Ich weiß es nicht. Okay, jedenfalls weiter hier. Ja, da gebe ich dir recht, Ernest. Es sind nicht nur so langweilige Nachrichten. Man kann da auch viele interessante Sachen lesen. Ich mag sie. Ach, nichts geht über den Berliner Kurier. Nein, was? Nein, keine Ahnung. Ja, Geschichten wie Der Leviathan von London taucht in der Themse auf und Shakespeare geschüttelt, nicht gerührt, war William ein wanderlustiger Werwolf. Hä? Bild? Ich verstehe auch gerade nicht, wieso... Also warum man Shakespeare mit James Bond mischt? Oh, oder wenn wir jetzt schon dabei sind, streicht eine Menge Arbeitsplätze... auf Büroräume spezialisiertes Malerunternehmen entlässt 40% seiner Angestellten. Ja, Postillon-Überschriften sind immer noch die besten. Das ist nicht mal ein Postillon, das habe ich mir selber irgendwann mal ausgedacht. Egal. Faszinierende Sachen. Dieser Artikel darüber, dass Stonehenge eine Werkstatt für UFOs ist, war auch richtig gut, oder? Oh Gott. Ja, hört sich nach einem richtigen Hort des Intellekts an. Wie dem auch sei, Nadelstreifen. Wer hat uns denn diesmal gebeten, für ihn zu ermitteln? Der Chefredakteur Sherl. Der Chefredakteur Sherl, der heißt zufällig so wie du. Er hat persönlich in der Detektei angerufen und uns gebeten, herzukommen und einen Fall mit ihm zu besprechen. Hast du das gehört, Sherl? Der Chefredakteur der London Times. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie exotisch der Fall sein mag, den er uns zugedacht hat. Frage im Chat. Hat es so gestürmt gestern? Ja. Mhm. Ich war sehr froh, dass ich relativ schnell zu Hause war, weil ich... Ah, mein Status! Ich war hier vorhin. Du musst mal kurz auf die Suche gehen. Ich... Ja, viel Spaß. Das ist irgendwie gerade... Ich hoffe, du findest ihn schnell. Ja, genau, es hat ganz schön gestürmt gestern und es war... Weiß ich nicht, heute auch ziemlich regnerisch. Oh, ich hatte so eine... Auf dem Weg zur U-Bahn hatte ich heute eine Pfütze, die war so riesig, tief und so, die... Da konntest du nicht durchgehen. Musstest aber irgendwie über die Straße. Ja, aber allgemein war auch... gestern wirklich war ich sehr froh, dass ich schnell zu Hause bin, weil
bei mir, da kommt man nicht so schnell hin ohne Straßenbahn und so. Ja. Und die Straßenbahn ist dann gestern, glaube ich, um die Mittagszeit hat er dann den Dienst eingestellt und dann so. Okay, ich komme heute nirgendwo mehr hin. Ja, bei mir gestern in der U-Bahn, wir sind dann mittendrin erstmal eine Weile stehen geblieben. Mhm. Hm. Es geht gerade nicht weiter, wenn ich mehr dazu weiß, sag ich Bescheid. So, und dann später irgendwie, dann wollten wir gerade losfahren und dann kam nochmal eine Durchsage, bitte nicht in die Türen stellen, wenn die kaputt gehen, dann kommen wir auch nicht weiter. Ja. Irgendwie sowas. Ja, jedenfalls weiter hier.